Hallo Leute, willkommen zurück zu ARK. Ich probiere nochmal mich hier durchzusetzen gegen die unglaublich harsche und brutale Wildnis von ARK. Ich weiß natürlich, dass ich bei ARK mir Waffen bauen kann, mir Dinosaurier bauen kann. Das Wichtigste beim letzten Let's Play wäre gewesen: Junge, du musst eine Foundation bauen, damit du Wände hochziehen kannst. Das habe ich jetzt gefunden und das werde ich dann auch einfach bauen können, denke ich mal. Wie gesagt, es dauert immer ein bisschen, bis das hier geladen ist. Ich hoffe, das ist gleich soweit. Es ist da. Beginne zufälliger Ort. Machen wir jetzt einfach mal so. Weil sonst die ganzen Einstellungen habe ich jetzt keine Lust. Da hinten ist ein Hai. So, und wir fangen einfach mal direkt an, indem wir hier ein bisschen Holz holen. Hallo. Müsste auch. Was ist denn jetzt los? Kann ich denn nicht? Ich dachte, ich könnte den hier mal mitnehmen. Und jetzt geht's. Gut, erste Bäumchen haben wir erledigt. Der Strand hier ist schon ein bisschen besser wie das zuletzt. Kann man da Stroh aufsammeln? Nee. Ach, Schlage. Okay. Dann holen wir uns den Strand hier halt auch mit. Gut. Es geht schon ein bisschen besser wie das letzte Mal. Narkobär, ich glaube, das waren die Teile, die man braucht, um später die die Dings zu zählen. So, ich will diese Folge eigentlich ein bisschen Gas geben, mehr das Grundwerkzeug machen, vor allem überleben. Mein größtes Anliegen. Und mir vielleicht auch schon eine kleine Hütte aufbauen. Das wäre ideal. Was mir hier gefällt, ist die Umgebung. Oh, ja, okay, ich habe gefurzt. Hier mal was fallen gelassen. Was mir hier gefällt, ist die Felswand. Das hatte ich ja im letzten Mal schon probiert, hier irgendwo mir was aufzubauen, wo ich gedacht habe, oh, zwischen den Felsen könnte ich gut mein Quartier aufstellen. Das werde ich vielleicht hier auch nochmal probieren. Sieht eigentlich alles ganz gut aus hier. Oh oh. Schnell wegrennen. Oh, die folgen mir immer noch. Scheiße.
Kommen sie? Nein, die kommen. Ach Mann, was soll denn der Scheiß? Da ist ein Dodo. Ich verhungere. Na toll. Ich habe viel mehr Angst, dass ich gleich gefressen werde. Hier glaube ich. Ich glaube, so geht es. Okay. Da hinten sind sie. Okay. Er läuft weg. Ich habe es vielleicht geschafft. Vor ihnen davon zu laufen. Inventargegenstand Spitzhacke benutzen. Ah, da hinten ist er noch. Er ist noch nicht ganz weg. Brauch mal hier ein bisschen Feuerstein. Ja, sehr gut. Ich verhungere schon wieder, was soll das? Aber ich habe halt Angst, dass der mich sieht wieder. Reicht das jetzt? Reicht das Vieh jetzt aufgesammelt? Ich muss aufpassen. Ach, mit dem Ausweichen kann ich auch hier. Ah, ich habe jetzt ein Lagerfeuer. Ich crafte mir gerade ein Lagerfeuer. Okay, ich weiß zwar noch nicht, wie ich das anzünde. Leder. Herstellbares. Ich muss, hier, warte mal. Ah, ich kann das skillen. Okay, jetzt eine Foundation. Strohdach. Hier, das da brauchen wir. Und einen Speer. Machen wir uns auch mal. Und einen Knüppel. Wasserschlauch. Lederschlafsack. Ach, das braucht 4. Okay. Jetzt Foundation. Brauchen wir Holz. Ein bisschen Holz noch. Bin ich immer noch am Verhungern? Ich hab doch hier Fleisch. Oh, verdammt. Nahrung geht nach oben. Gesundheit auch. Okay. So, wie mache ich das jetzt an? E. Fackel. Ich habe keine Fackel. Ich brauche eine Fackel. Fackel. Herstellen.
Inventar, Fackel, benutzen. Okay, das ist schon mal gut. Können wir wieder ein bisschen Essen farmen. Das Problem ist, jetzt wird es natürlich wieder Nacht. Da ist wieder ein Dodo. Vielleicht sollten wir uns noch ein Werkzeug machen. Herstellen. Speer. Geht nicht. Zu wenig Holz. Okay. Dann müssen wir noch ein bisschen Holz. Oh, ich kann pfeifen. Ist ja cool. Spitzhacke. Ich habe immer ein Auge auf die Umgebung, ja, weil ich einfach Angst habe, dass ich hier... Ich weiß auch nicht, ob die Dinosaurier vor Feuer Angst haben. Inventar. Essen. Maissamen. Ah, das heißt, ich kann mir eine Farm bauen. Konsumgut. Parasaurus Ark Gründersattel, okay. So, ich wollte jetzt ein Speer herstellen. Benutzen. Fleisch benutzen. Nein, ich wollte es noch nicht essen. Verdammt. Oh. Nee. Ich habe den eigentlich noch in der Hand. Wie kann ich denn das droppen? Muss vielleicht auch mal die Tasten hier. Vielleicht so. So, und dann. Nein, nicht so. T4. Nein, das wollte ich auch nicht. Oh oh. Das ist eine Riesenschildkröte. What the hell is die big? Das ist wohl Big Mama. Jetzt will er nicht mehr. Okay, jetzt habe ich gekackt. Geht nicht. Und wieder falsch. Du verhungerst. Mann, wie kriege ich denn genug Nahrung? Wie kriege ich denn genug Nahrung, um zu überleben? Dino-Brille haut. Ich will nichts in der Hand haben. Wie geht es? Ah, so. Thank you.
Dehydriere. Ich brauche Wasser. Toll. Ich habe immer. Wow. Bleib weg. Ja, toll. Hier ist Wasser, aber... Wenn ich da reingehe, dann sterbe ich. Das weiß ich jetzt schon. Alter, ich habe sowas von Schiss. Das gibt's gar nicht. Da sind wieder so kleine Scheißdinos. Alter, wenn der jetzt kommt, dann bin ich hinüber. Ich habe zwar hier einen Haufen Zeug, aber ja, was soll ich denn damit machen? Inventar. Stirnbares. Nein. Hä? Hier, okay. Da war irgendwas. Wasserschlauch, 6 EP. Toll. Kann ich natürlich dann gut skillen. Nicht. Oh, ich werde gleich wieder sterben. Reicht's, wenn ich ins Wasser renne? Ja, reicht wirklich. Ich muss nur ins Wasser gehen. Okay. Aber mir wäre jetzt ganz recht, wenn Tag werden würde. Ach, immer die falschen Tasten. Warum habe ich Knochenbrüche? Also was ich nicht verstehe ist einfach, wieso ich Knochenbrüche habe. Ich muss jetzt, ich muss hier hin, ich muss Nahrung sammeln. Es hört sich an, als würde man im Krankenhaus an irgendeiner Maschine liegen. Oder hängen. Greift er mich an oder nicht? Wenn er mich angreift, bin ich einfach tot. Schon wieder gestorben. Was mache ich denn falsch? Also ich hatte eigentlich im Moment den Ansatz, dass ich ganz gut dabei war. Aber irgendwie war das wohl nicht so. Mann! Ich muss doch da in dem Scheißland mal überleben können. Ja, danke. Esst mich einfach. Ah, okay, das war schon der zweiten Folge Arc, die auch nicht viel besser war wie die erste Folge. Doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ich habe eigentlich habe ich ein bisschen besser gespielt, finde ich. Ich habe ein bisschen länger überlebt. Letztes Mal bin ich, glaube ich, zweimal gestorben.
Ja, das war's von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, weil ich habe keine Lust aufzugeben. Ich will da überleben. So, bis dahin und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Leute.